faszinierend, wie man Musik mit Philosophie verbinden kann. Und ich finde es toll, wie diese Truppe sich hier dafür engagiert hat, das so aufzuführen. Well, I didn't actually meet him, yeah. But I was a groupie or a roadie groupie. Yeah? And anytime he performed or had something going on, I tried to make it in Boston, in Paris, in Berlin. Yeah. And although he wasn't able to experience this piece, I think he would have totally approved. And I very much appreciate, as an American, at the moment, such a positive impulse coming out of my country, and the fact that one can really feel optimistic just thinking about Cage. Also ich habe Cage als Künstler erlebt, aber nicht persönlich, ja, nicht? Noch 1979, aber alle Leute, die mit Cage zusammengearbeitet haben, sind in unser Projekt irgendwie involviert, nicht? Seine letzte Assistentin ist ein großer Fan, die wäre heute hier, wenn sie aus USA hätte kommen können. Der Ray Kessler, der mit ihm die Bilder gemalt hätte, hätte uns Bilder geschenkt von ihm, nicht? Das muss alles verschoben werden. Und all die Leute haben gesagt, und ich glaube das auch aus den Schriften, gibt viele Interviews und Filme mit Cage, ja, nicht? Also man kann ihn sehr schön als Person erleben. Der hätte gesagt, macht das, wie ihr das wollt. Ja. Wir wissen von vielen jungen Künstlern, die Cage angeschrieben haben und ihn gefragt haben, wie sollen wir irgendwas aufführen von dir? Und da hat er immer zurückgeschrieben, macht das, wie ihr wollt. Nicht? Ist, nicht? So. Und von daher denke ich, wir wissen es nicht. Und wie gesagt, jetzt werde ich mal ganz schnell skeptischer Agnostiker. Also falls ich Cage dann mal später da oben treffe, dann werde ich ihn nochmal fragen. Ich bin gespannt, was das diesen Klang in dieser Realisation alle nicht mehr hören werden. Ja, nicht? Nicht? Und von daher, ja, es ist schon so ein, also selbst als Atheist, der nicht an ein Leben nach dem Tode oder an den lieben Gott da oben glaubt, manchmal werde ich skeptischer Agnostiker und sage, vielleicht treffe ich ihn da doch noch hinterher. Und nicht? Es ist eine Anmutung von Ewigkeit oder so. Nicht? Also zum Beispiel die Tatsache, als wir 2011 die beiden Basspfeifen zuerst Mal freigelegt haben, die jetzt immer noch den Grundton bilden. Ja? Die eine Basspfeife geht bis 2036, habe ich vielleicht noch Chance, das zu erleben. Aber die zweite Basspfeife, die geht bis zum Jahre 2071. Und da kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, da bin ich nicht mehr dabei. Jedenfalls nicht so wie hier. Ne? Ja.